Bilder automatisch ausframen lassen in nur 2 Klicks. Das geht ganz einfach, und zwar, wenn ihr euch ein Bild ausschneiden lassen wollt, geht ihr auf Google und schreibt remove.bg. Dann kommt ihr auf eine Seite und hier könnt ihr ganz einfach ein File uploaden. Sagen wir hier das erste Bild und ihr müsst es wirklich einfach nur einfügen und das wird automatisch ausgeschnitten. Das heißt, wir können uns jetzt hier auf Download gehen. Oder wenn ihr es im HD haben wollt, könnt ihr das einfach uns downloaden. Und schon haben wir eine PNG-Datei mit dem ausgeschnittenen Bild, der quasi von alleine in nur 2 Klicks generiert wurde. Ganz einfach geht das. Falls ihr wissen wollt, wie ihr mit so einer Taktik auch noch Geld verdienen könnt, kann ich euch oben ein Video verlinken. Da zeige ich euch, wie ihr Geld mit dieser Taktik verdient. In nur wirklich ein paar Schritten, also schaut es euch auf jeden Fall an. Das könnt ihr auch mit, sagen wir mal, so einem Minecraft-Bild machen. Ja, also da gab es einen roten Background, der wurde einfach direkt rausgefiltert, obwohl ich auch einen roten Pulli quasi anhabe. Hier zum Beispiel ein TSS-Logo, ja, ist jetzt einfach ausgeschnitten worden. Das ist wirklich ganz einfach gemacht, wirklich mit ein paar Klicks sind das nur. Und ja, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, dazu Ryan und see ya!